auf den Tagesordnungspunkt 53, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Hessen ist offen, bunt und vielfältig usw. So 196773. Wünscht jemand der GRÜNEN, dass Kollege Bocklet etwas später ist, noch gezeichnet von dem Kopfball ist, dann merkt man doch. Bitte sehr, sind wir nachsichtig. Du hast das Wort, bitte. Ja, es hat nachhaltigen Schaden ausgelöst. Sie haben recht. Der Kopfball hat. Es war gut gemeint. Ich will es noch mal. Verzögerung geführt. Ich danke dem Präsidenten für das Verständnis. Und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, seine Lache wird ihm noch teuer zu stehen kommen. Ja. Kickers Offenbach, sage ich nur. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Herr Kollege Bocklet, jetzt wollen wir doch wieder zur Sache kommen. Das ist aber noch ein ernstes Thema. Deswegen ist tatsächlich der Anlass für diese Aktuelle Stunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist tatsächlich, dass es zu viele und bedauerlicherweise viel zu viele aktuelle Anlässe dazu gibt. Es geht um das Thema über die Rechtspopulisten und deren Auftreten. Wer die Äußerungen der von Rechtspopulisten auf allen Kanälen verfolgt, gewinnt den Eindruck, dass sie uns in finstere Zeiten zurückkatapultieren wollen. Sie hetzen gegen Geflüchtete, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Juden und Moslems. Sie fantasieren davon, dass die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt werden sollen. Sie halten Sexualkundeunterricht für Frühsexualisierung, lehnen jede Form von Partnerschaft und Familie ab, die nicht dem 50er-Jahre-Ideal der Kleinfamilie entspricht. Sie gehen mit Leuten auf die Straße, die offen Nazisymbole zeigen. Lassen Sie mich deshalb in diesem einen Satz sagen, weil es in solchen Zeiten notwendig ist, klare Haltung zu zeigen. Hessen, diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, aber ich weiß, dass es für alle Fraktionen dieses Hauses gilt, stehen für ein tolerantes und weltoffenes Hessen. Für ein tolerantes und weltoffenes Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir alle stehen für eine Streitkultur, und zwar über alle Probleme. Niemand von uns duckt sich hier weg, vor keinem Thema. Aber genauso klar ist, wir stellen uns gegen Aufmärsche von rechtsextremen Gruppen im Internet, organisierte, aus denen heraus auf Menschen, die anders aussehen, Jagd gemacht wird und jüdische Restaurants angegriffen werden, wie in Chemnitz beispielsweise. Wir wenden uns gegen alle rechte Gewalt und Stimmungsmache und werden auch hier keinen Zentimeter zurückreichen wollen. Diese so angegriffenen Menschen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, genießen unseren Schutz und Solidarität. Wir überlassen sie nicht alleine dem rechten Mob. Dieses Signal soll von dem Hessischen Landtag heute hier ausgehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ziel der Attacken auf der Straße von Chemnitz waren ausländisch aussehende Menschen. Rund ein Viertel aller Hessinnen und Hessen haben einen Migrationshintergrund, sind also selbst im Ausland geboren oder haben mindestens ein zugewandertes Elternteil. Bei den unter 18-Jährigen sind es sogar 37%. Migration, liebe Kolleginnen und Kollegen, war und ist ein Teil der Realität unseres Landes, und zwar über Hunderte von Jahren. Ich sage es unmissverständlich, alle diese Menschen gehören zu uns und unserer Gesellschaft, ohne Wenn und Aber. Wir wissen, dass Integration ein Prozess ist, der allen etwas abverlangt. Für alle gilt die Werteordnung und die Anerkennung unseres Grundgesetzes. Wir haben in der Integrationspolitik mit dem Integrationsplan über 76 Seiten ein umfangreiches Handlungsfeld aufgetan und zeigen, dass wir diese Integration auch friedlich schaffen wollen, dass wir die Voraussetzung dafür schaffen, dass sich jeder Mensch unabhängig von Herkunft und Religion entfalten kann und an der Gesellschaft teilhaben soll und selbst zu einem friedlichen, eigenverantwortlichen und freundschaftlichen Zusammenleben beitragen soll. Dafür stehen wir hier im Hessischen Landtag. Wir wollen ein Zeichen für Toleranz und Akzeptanz. Wenn ich von einem Zeichen für Toleranz und Akzeptanz spreche, dann lassen Sie mich auch noch ein zweites Thema ansprechen, was ich weiß, nicht immer völlig reibungslos diskutiert wird. Es geht um die Akzeptanz von Vielfalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und die bald stattfindende sogenannte Demonstration für alle, Demo für alle. Diese Leute wollen, dass die Themen sexuelle Identität, Geschlechterrollen und Identitätssuche gänzlich aus Schule und Unterricht verschwinden. Sie greifen die gleichwertige und vorurteilsfreie Darstellung von heterosexuellen, Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen an und drängen so Kinder aus Regenbogenfamilien, Jugendlichen und nicht zuletzt alle Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, an den gesellschaftlichen Rang. Ich will es deshalb sagen, weil alle, die glauben, das sei nur ein Thema für Minderheiten. Ich glaube, am Anfang ist die Hetze und Gewalt in Anführungszeichen nur gegen Minderheiten, gegen Andersliebende.
dann ist es Hetze und Gewalt gegen Andersaussehende. Und am Ende ist es Gewalt gegen Andersdenkende. Dieser Menschenhass beginnt bei Minderheiten und wird bei uns allen enden. Deswegen meine Mahnung, wir dürfen uns nichts vormachen. Wer zuerst sich auf kleine Minderheiten fokussiert, diese Gewalt wird am Ende bei uns allen landen. Deswegen auch alle, die so in Gedanken und heimlichen Hinterzimmern damit sympathisieren, das ist nur ein Anfang. Und auch hier gilt, wehret den Anfängen. Diese Minderheiten brauchen deshalb unseren Schutz und Solidarität, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hessen hat die geringste Zahl von rechtsextremen Straftaten. Das ist gut so. Aber jede Straftat ist eine zu viel in diesem Bereich. Wir werden aber dafür sorgen müssen und wollen das auch, dass es so bleibt. Wenn es uns gelingt, diese Botschaft geschlossen zu senden aus dieser Aktuellen Stunde, ist es eine gelungene Aktuelle Stunde. Sehr verehrte Damen und Herren, Hessen akzeptiert keine Gewalt und keinen Hass. Sehr verehrten Dank. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Abg. Ismail Tipi, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Großmeister, meine Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Diese zwei Sätze stehen am Anfang unseres Grundgesetzes. Sie machen deutlich, Hass, Diskriminierung, Intoleranz und Respektlosigkeit haben in unserer Gesellschaft keinen Platz, meine Damen und Herren. Doch Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit sind leider heute mehr denn je in den Medien und auch in der Politik allgegenwärtig. Meine Damen und Herren, das ist traurig, denn eigentlich sollten Toleranz und der respektvolle Umgang miteinander eine Selbstverständlichkeit sein, die nicht diskutiert werden muss. Doch leider geben die aktuellen Entwicklungen und die aufkeimende linke und rechte, aber auch religiöse extremistische Gesinnung ein anderes Bild ab. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder als Gesellschaft, aber auch in der Politik aufstehen und deutlich machen, meine Damen und Herren, dass unsere Werte und Regeln, die hier gelten, nicht verhandelbar sind, denn Werte sind es, die Heimat schaffen. Deswegen müssen und werden wir als CDU alles dafür tun, um diese Werte gegenüber Extremisten jeglicher Art kompromisslos zu verteidigen. Und diese Aufgabe sind wir uns in der CDU geführten Landesregierung schon seit Jahren bewusst, meine Damen und Herren. Bereits im Jahr 2011 ist das Land Hessen der Charta für Vielfalt und im März 2014 der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten, die sich für die Wertschätzung von Vielfalt sowie gegen die Benachteiligung von Menschen stark machen. Auch mit einer Stabsstelle, Amt des Bevollmächtigten für Integration und Antidiskriminierung, haben wir deutlich gemacht, wie wichtig uns dieses Anliegen ist. Mit der Einrichtung der Antidiskriminierungsstelle im Jahr 2015 haben wir Beratungs-, und Aufklärungs- und Präventionsangebote etabliert, meine Damen und Herren. Gerade auch im letzten Jahr haben wir uns mit einer breit angelegten, aktiven Kampagne dem schwindenden Respekt, ganz besonders gegenüber der Polizei, der Feuerwehren und allen anderen Rettungskräften, gewidmet, meine Damen und Herren. Ich möchte aber noch einen weiteren wichtigen Bereich in diesem Zusammenhang ansprechen. Viele andere Menschen, viele andere Herkunft, andere Kultur und andere Glaubens sind in den letzten Jahren zu uns gekommen. Auch hier gilt, wir setzen uns für gegenseitigen Respekt, für Toleranz und ein friedliches Miteinander ein, aber auch für klare Regeln und deren Einhaltung. Das gilt für Einheimische genauso wie für diejenigen, die neu zu uns gekommen sind. Unsere Werte, unsere demokratische Lebensweise und unsere Kultur sind kein beliebiges Angebot. Sie sind die Grundlagen für ein erfolgreiches und friedliches Zusammenleben. Ich sage daher ganz deutlich, wer hier in unserem Land lebt und hier eine Zukunft aufbauen will, muss sich an unsere Gesetze und aber auch an die Regeln halten. In diesem Zusammenhang haben wir mit unserem bundesweit herausragenden Aktionsplan und seiner Fortführung bereits im November 2015 mit der Überschrift Integration von Flüchtlingen und Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts den Weg gewiesen, meine Damen und Herren. Und wir haben darauf geachtet,
dass die Änderungen und Investitionen dafür möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern im Land zugutekommen. Doch auch wir müssen dazu bereit sein, vorurteilsfrei den Menschen zu begegnen und sie nicht aufgrund ihrer Herkunft oder Religion vorzuverurteilen. Ausgrenzung, Gewalt und Hass können niemals Antworten auf Probleme und Herausforderungen sein. Vielmehr schaffen sie Konflikte und können zu einer Spaltung unserer Gesellschaft führen. Doch uns muss auch klar sein, die Politik kann nur die Rahmenbedingungen und Voraussetzungen schaffen. Sie kann Bedingungen ermöglichen und die Öffentlichkeit dazu anleiten, doch im Grunde sind wir selbst gefordert, Respekt und Toleranz zu leben. Daher möchte ich mit einem Zitat von Konrad Adenauer auch enden. Wenn wir jeder bei uns selbst anfangen, uns zu bessern, und wenn wir uns zuerst selbst bessern, jeder von uns, dann kommen wir mit Gottes Hilfe zu inneren und zum äußeren Frieden. Setzen wir durch unsere Politik, aber auch im Haushalt der Menschlichkeit alles, meine Damen und Herren, dass Hass, Gewalt und Diskriminierung keinen Platz in unserer Gesellschaft finden, damit wir auch in Zukunft gemeinsam, unabhängig von Herkunft, Kultur und Religion, in Frieden leben können. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Ismail. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Hessen leben viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Diese kulturelle Vielfalt ist eine Bereicherung und macht Hessen zu einem attraktiven Bundesland. Politik muss diese Chance erkennen und das Zusammenleben der Menschen unterschiedlicher Herkunft fördern. 30% der hessischen Bevölkerung, das sind 2 Millionen Menschen, sind Migrantinnen und Migranten oder haben zumindest einen zugewanderten Elternteil. Laut dem 4. Hessischen Integrationsmonitor sind davon 2/3 zugewandert und 1/3 sind hier geboren. In den Städten liegt der Anteil noch höher. In Frankfurt zum Beispiel hat mehr als die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner einen Migrationshintergrund. Diese Menschen sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und bereichern unsere Gesellschaft. Integration erreicht man am besten mit einer gerechten Sozialpolitik für alle Menschen, die hier leben. Deshalb tritt DIE LINKE gegen Sozialabbau ein. Statt Menschen unterschiedlicher Herkunft gegeneinander auszuspielen, treten wir für eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums ein. Nicht Migration ist das Problem für einen Sozialstaat, es sind eher die Superreichen und Steuerflüchtlinge, die dem Sozialstaat und dem Staatshaushalt dringend benötigte Finanzmittel entziehen. Viele Menschen mit einer Migrationsgeschichte erleben im Alltag Ausgrenzung und Rassismus. Sie werden beschimpft, angepöbelt oder erfahren sogar Gewalt. Bei der Arbeits- und Wohnungssuche reicht oftmals ein ausländisch klingender Name für eine Absage. Auch das und daran müssen wir gesellschaftlich arbeiten. Der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen muss chancengleich gestaltet werden. In Behörden sollten sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interkulturell fortbilden können, und da ist noch vieles zu tun. Das Grundgesetz garantiert auch die Religionsfreiheit. Dazu stehen wir. Wir stellen uns der weit verbreiteten Herabwürdigung von Menschen wegen ihres Glaubens entschieden entgegen. Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, seine Religion auszuüben, Kirchen und Tempel zu errichten oder sich entsprechend seiner Religion zu kleiden. Für Diskriminierung darf es bei uns keinen Platz geben. Wir fordern deshalb ein wirksames Landesantidiskriminierungsgesetz für Hessen. Gerade die Erfahrungen aus dem deutschen Faschismus sind für uns Verpflichtung, gegen menschenverachtende Parolen, rechte Parteien und rechte Politik
entschieden vorzugehen. Deshalb müssen wir uns konsequent rassistischer Hetze, Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus entgegenstellen. Respekt und Solidarität setzen wir der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit entgegen. Hessen bleibt weiter bunt und multikulturell. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir stehen für eine weltoffene und demokratische Gesellschaft hier in Hessen. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen und sozialen Herkunft, ihrer Sprache, ihres Glaubens oder ihrer Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung oder ihres Geschlechts Anfeindungen ausgesetzt sind, dass rechtsextreme Parolen lauter werden, dass Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte zunehmen, dass politisch-religiöser Extremismus zunimmt, bis hin zu terroristischen Anschlägen. Das akzeptieren wir ausdrücklich nicht. Ich möchte das aber auch damit verbinden, dass ich glaube, dass dieser Tage, wo politisch Schlimmes in Bewegung geraten ist, ich will dazu auch gleich noch einmal etwas sagen, die Zivilcourage jedes Einzelnen mehr denn je gefragt ist, meine Damen und Herren. Denn unsere demokratischen, weltoffenen Errungenschaften sind in Gefahr. Wir müssen der AfD etwas entgegensetzen. Wenn ihr Parteichef Alexander Gauland droht, die Integrationsbeauftragte nach Anatolien, ich zitiere, zu entsorgen, wenn er den Nationalsozialismus als, ich zitiere wieder, Vogelschiss der Geschichte bezeichnet und die Wehrmacht lobt, dann sind das keine Ausrutscher, sondern wohlkalkulierte Schritte über die Grenze dessen hinaus, was innerhalb des demokratischen Konsens bislang als sagbar galt. Und die Jagdszenen von Chemnitz wirken wie ein besonders makaberer Nachhall auf Gaulands Ankündigung, ich zitiere wieder, wir werden sie jagen, auch wenn er damit die Politik gemeint hat. Die AfD hat sich seit dem Einzug in den Deutschen Bundestag weiter radikalisiert, dass sie nun den Tod eines Deutschkubaners missbraucht, der die AfD ablehnte in Chemnitz, ist dabei eine sehr bittere Pointe am Rande, meine Damen und Herren. Aber dem müssen wir auch aktiv etwas entgegensetzen, weshalb die Worte von unserem Bundestagsabgeordneten Martin Schulz gestern so wichtig waren, der in einer Kurzintervention zu der Äußerung von einem AfD-Abgeordneten gesagt hat, dass sich die Demokraten gegen solche Parolen, die zulasten anderer gehen, auch wehren müssen. Ich darf zitieren, ich finde das sehr zutreffend, die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit dieses Landes, sind ein tradiertes Mittel des Faschismus und nichts anderes. Das sollte man dieser Tage auch deutlich sagen, meine Damen und Herren. Wir haben aber auch die Aufgabe, und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, nämlich die Frage, was wir jetzt eigentlich tun müssen, dass wir die Veränderungen der Gesellschaft auch wahrnehmen. Der Soziologe Andreas Reckwitz diagnostiziert eine kulturelle Entwertung und Kränkungserfahrung der Mittelklasse, die in Konkurrenz zu einer neuen Avantgarde von Hipstern und Globalisierungsgewinnern meint, nicht mithalten zu können. Wir brauchen einen handlungsfähigen und starken Staat und keine Sparattitüden. Ich will das ausdrücklich sagen. Denn wir brauchen ausreichend Justiz, um rechtsstaatliche Verfahren zeitnah umsetzen zu können. Wir brauchen eine gut ausgebildete und gut ausgestattete Polizei, mehr Lehrerinnen und Lehrer und bezahlbare Kitaplätze. Und da haben Sie, meine Damen und Herren, noch erheblichen Nachholbedarf. Und Herr Frömmrich, ich sage das ganz deutlich, es braucht genau diesen demokratischen Diskurs. Es geht nämlich um die Unterscheidbarkeit von Demokraten und nicht zu entpolitisieren, weil das zum Gegenteil führt. Und damit werden Sie gegen die Rechtspopulisten nicht durchkommen in diesem Land, meine Damen und Herren.
Aber ich glaube, Anlass der Rede war die sogenannte, weil ich sie unsäglich finde, Demo für alle, die heute Nachmittag in Hessen erwartet wird. Dieser rückwärtsgewandten Aktion, die aus dem AfD-Umfeld stand, tritt zum Glück das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt entgegen, an dem wir uns als Sozialdemokraten auch beteiligen und schon immer beteiligen. Diese Gegendemonstration ist wichtig und richtig, um diese Verschiebung in der Gesellschaft eben nicht zuzulassen und frühzeitig zu sagen, dass wir für Offenheit und Vielfalt stehen. Und deswegen will ich auch einmal sagen, meine liebe CDU, nur reden hilft nicht. Sie sollten auch einmal dahin gehen, weil Sie waren bislang dort noch nicht. Und es wäre in der Tat schön, wenn Sie Ihre Errungenschaften, die Sie ins Schulgesetz reingeschrieben haben, auch auf der Straße mal verteidigen würden, meine Damen und Herren der CDU. Und ich will Ihnen zum Schluss noch eines mitgeben, meine Damen und Herren. Es geht hier nicht nur um Reden, sondern auch um Handeln. Wir bitten Sie und fordern Sie nochmals auf, diejenigen, die zivilgesellschaftlich unterwegs sind und mit Institutionen, mit ihren Vereinen gegen Rechtsextremismus wertvolle Arbeit in Hessen leisten, bitte unterstützen Sie die auch dauerhaft finanziell und nicht nur in dem unsäglichen Projektstatus. Tun Sie endlich etwas für die politische Bildung, für Demokratieerziehung in Hessen. Wir haben erheblichen Handlungsbedarf, um diesen Dingen auch etwas entgegenzuhalten. Und da haben wir so Nachholbedarf, und das fehlt mir auch in einer solchen Debatte, meine Damen und Herren, weil wir darüber reden müssen, wie sich Gesellschaft verändert und warum man darauf eingehen muss. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir benötigen eine gehörige Kraftanstrengung, um unsere offene, freie und tolerante Gesellschaft zu verteidigen. Lassen Sie uns nicht nur reden, sondern auch handeln, und zwar jeder Einzelne dieses Hauses, ob privat oder beruflich. Daran kann ich nur appellieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Unverständnis führt meist zu Vorurteilen, zu Intoleranz, am Ende zur Diskriminierung. Lassen Sie mich kurz darauf eingehen. Ich würde die fünf Minuten gerne verwenden auf diese Demo für alle, die gerade hier vor den Toren des Landtages stattfindet. Meine Damen und Herren, Vorurteile. Wenn Sie in der langen Reihe in Hamburg abends auf der Straße sind und jemanden in einem schwarzen Lederoutfit treffen, muss der nicht unbedingt Motorrad fahren. Und meine Damen und Herren, wenn Sie am Samstagabend in Frankfurt sind und jemanden im Sportdress sehen, einen jungen Mann im Sportdress, kommt er nicht unbedingt gerade vom Sportplatz. Meine Damen und Herren, wenn Sie in Mainz, wenn ich sage, ich habe in Mainz einen Neger getroffen, heißt das nicht unbedingt, dass ich einen farbigen Menschen getroffen habe, sondern vielleicht meine ich einfach einen Handwerksmeister, der Tradition, große Tradition im Rheinland-Pfälzischen, im Mainzer Karneval hat. Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Vorurteile. Sie haben ein Bild im Kopf, und Sie müssen ständig daran arbeiten, dieses Bild auch wieder zu revidieren. Meine Damen und Herren, wenn Sie einer Dame auf Stöckelschuhen begegnen, muss es nicht eine Frau sein. Und ich will auch ganz klar sagen, nicht jeder, der sich in Frauenkleidern wohlfühlt, gehört der den Künstlern von der Travestie an, sondern es sind viele Menschen, die z. B. transsexuell sind. Und ich erlebe es immer wieder, dass das Bundesverfassungsgericht es erst ist, die uns erklären, dass hier Diskriminierung stattfindet, zuletzt beim transsexuellen Gesetz, beim Namensrecht, bei der Frage der Definition der Geschlechter. Warum müssen immer die obersten Richter uns als Parlamentarier eigentlich sagen, was ihr hier macht, ist Diskriminierung? Meine Damen und Herren, nur weil man etwas nicht versteht, Herr Pentz, nur weil man etwas nicht versteht, heißt das noch lange nicht, dass es falsch sein muss.
Meine Damen und Herren, es hilft an dieser Stelle nur aufklären. Aufklären. Mit den Menschen reden. Wenn ich etwas nicht verstehe, muss ich dafür sorgen, dass ich für Verständnis sorge. Ich muss Vorurteile abbauen. Meine Damen und Herren, nur das schützt am Ende auch vor Diskriminierung. Wenn ich einen Sachverhalt, wenn ich jemanden verstehe, aus welchem Kulturkreis er kommt, welchen Glauben er hat, dann bin ich einen selbst ein Stück weit vor Diskriminierung schon geschützt, dass ich selber diskriminiere. Aber ich muss auch selber immer wieder mich selber überprüfen und den Kopf einschalten. Und, meine Damen und Herren, das ist in der Tat so. Das müssen wir bei den Jüngsten machen. Nicht jeder bekommt das von zu Hause aus mit. Und die Schulen haben hier eine wichtige Rolle. Und lassen Sie mich das einmal sagen. Ich glaube, dass die Landesregierung, dass Kai Klose als Staatssekretär, aber auch vorher als Abgeordneter einen großen Anteil daran hat, dass wir in Hessen ein ganz großes Stück da weitergekommen sind. Ich glaube nicht, dass wir ein Antidiskriminierungsgesetz brauchen. Ich glaube, dass wir in der Tat einfach dabei anfangen müssen, mit den Menschen für Aufklärung, dass wir dort für Aufklärung sorgen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Land Hessen, auch was das Diversity Management anbelangt, ein großer Schritt weiterkommen würden. Hessen ist auch ein großer Arbeitgeber. Lassen Sie mich damit enden, das, was immer die Position der Freien Demokraten war, keine Toleranz für Intoleranz. Hessen ist offen, bunt und vielfältig. Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit haben hier keinen Platz. Hätten Sie, liebe CDU und Grünen, diesen Satz zur Abstimmung gestellt, wir hätten ihm zugestimmt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Für die Landesregierung spricht der Staatssekretär Kai Klose. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin dem Landtag wirklich dankbar, dass wir in der letzten Plenarwoche dieser Legislaturperiode auch noch einmal Gelegenheit haben, über die Vielfalt unseres Bundeslandes und den Wert, den die offene und freie Gesellschaft für uns hat, hier zu sprechen, gerade in diesen Zeiten. Diese Hessische Landesregierung hat sich schon mit dem Regierungsprogramm Ende 2013 selbst zum Ziel gesetzt, da darf ich zitieren, das gesellschaftliche Miteinander in diesem Land, das wie kein zweites von seiner Internationalität und Vielfalt und damit von Respekt vor der Unterschiedlichkeit geprägt ist, zu fördern. Zitat Ende. Weil wir nämlich der festen Überzeugung sind, dass Vielfalt nicht nur schlicht eine Zustandsbeschreibung ist, sondern dass sie uns als Gesellschaft stark macht. Das ist ein grundlegendes Handlungsprinzip unserer Politik, und es gilt für die kulturelle Vielfalt der Menschen, die in unserem Land leben, genauso wie für andere Merkmale, die uns vielleicht unterscheiden. Eine zivilisierte Gesellschaft zeichnet aus, dass sie mit dieser Unterschiedlichkeit, trotz aller Herausforderungen, die das unstreitig auch bedeutet, auch zivilisiert umgeht. Ich bin der Koalition, aber in aller Regel auch dem gesamten Landtag dankbar, dass wir in den letzten 4,5 Jahren in diesen Fragen im Kern zusammengeblieben sind. Das ist wichtig, und es wird künftig noch wichtiger werden, meine Damen und Herren. Denn Migration ist ja nicht das, zu was der Bundesinnenminister Sie erklärt hat und das ich hier sicher nicht wiederholen werde. Migration ist eine schlichte Zustandsbeschreibung seit Beginn der Menschheitsgeschichte. Und deshalb ist Integration auch nichts, was irgendwann endet, sondern eine gesellschaftliche Daueraufgabe. Migration ist Realität. Wie wir mit ihr umgehen, das ist das Entscheidende. Und wer wüsste das eigentlich besser als wir Hessinnen und Hessen? Wir leben in einem Land, in dem mehr als 30% der Bürgerinnen und Bürger einen sogenannten Migrationshintergrund haben, und das heute von einem Bouffier und einem Al-Wazir, das sind jetzt beides keine so urhessischen Namen,
regiert wird. Meine Damen und Herren, vielleicht haben auch Sie ein paar der Erfahrungen gelesen, die Menschen unter dem Hashtag MeToo mit uns geteilt haben. Ich glaube, sie lassen niemanden unberührt zurück. Wir dürfen aber beim Berührtsein auch nicht stehen bleiben. Es ist angesichts dessen, was wir, was vor allem aber diese Menschen in den letzten Wochen und Monaten in diesem unserem Land so ertragen mussten, nicht nur im Osten, auch bei uns, Stichwort Bierstein, einfach auch mal nötig, klar und von hier aus zu sagen, ihr vielen, die ihr als Zugewanderte friedlich hier mit uns lebt, die ihr euch an die Grundregeln haltet und zu Wohlstand und Entwicklung dieses Landes beitragt. Ihr seid hier nicht nur willkommen, ihr bereichert dieses Land, und wir wollen, dass ihr an dieser Gesellschaft genauso teilhaben könnt und sie als eure Heimat selbstverständlich mitgestaltet. Das, meine Damen und Herren, kommt mir in den letzten Wochen, in denen ständig nur über Unterschiede und Schwierigkeiten gesprochen wird, viel zu kurz. Eigentlich ist es doch banal. Wer anerkannt wird, wer teilhaben kann und nicht ausgegrenzt wird, der ist auch eher bereit, sich einzubringen und für die Gesellschaft, in der er lebt, zu engagieren. Und daran müssen wir genauso weiterarbeiten, wie daran deutlich zu machen, dass Integration nicht nur eine Aufgabe der Hergekommenen ist, sondern genauso eine Aufgabe derjenigen, die schon da gewesen sind. Das ist deshalb auch eine Kernbotschaft unseres ersten hessischen Integrationsplans. Und, meine Damen und Herren, das gesamte Haus hat am vergangenen Dienstag klare Worte zu denen gefunden, die sich hier schon Anteporters fühlen. Deren Mechanismen sind uralt. Einer davon, Minderheiten zu Sündenböcken machen und marginalisieren. Auch dem stellen wir uns entgegen. Und deshalb ist es ein wirklicher Meilenstein, dass wir hier im Land eine eigene Antidiskriminierungsstelle geschaffen haben und Menschen konkret helfen, die ausgegrenzt werden. Mit dem Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt haben wir in dieser Legislaturperiode eine Marke gesetzt, die vergangenen Freitag beim Runden Tisch der LSBTQ-Gruppen auch noch einmal ausdrücklich gewürdigt wurde. Die Botschaft unserer Arbeit seit 2014 ist, hier in Hessen wollen wir zusammen dafür arbeiten, unsere Unterschiedlichkeit nicht nur auszuhalten, sondern zur Stärke zu machen, so anstrengend das manchmal auch ist. Deshalb gilt auch für diejenigen, die heute Nachmittag wieder Ausgrenzung, Ressentiments und Konflikt in einem mit widerwärtigen Unwahrheiten beschrifteten Bus in dieses Bundesland karren, euer Lied von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit will hier im offenen, bunten und vielfältigen Hessen niemand hören. Es gilt, meine Damen und Herren, was wir uns als Demokratinnen und Demokraten auch für die uns vielleicht auch hier bevorstehende Zukunft immer mal wieder vor Augen führen müssen. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat das vor wenigen Tagen gesagt, und mit diesem Zitat will ich auch schließen. Wir müssen Diskriminierung die Stirn bieten, und wir sollten ganz sicher, klar und eindeutig Nazi-Sympathisanten die Stirn bieten. Wie schwer kann es eigentlich sein, zu sagen, dass Nazis schlecht sind? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist der Punkt 53 erledigt.